Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer Top 10 Folge. Und zwar dreht es sich heute um den Game Boy. Diese kleine Konsole hat bei ganz vielen Leuten bei euch einen ganz besonderen Platz im Herzen. Und das ist vielleicht meine Lieblingskonsole aller Zeiten vielleicht sogar. Jeder hat da so seine Lieblingsspiele, wobei es die meisten natürlich so ungefähr die gleichen sind. Aber jeder hat ganz eigene Erfahrungen und ganz, ganz viele verschiedene Spiele, die man einen besonderen Retro-Charme hat, weil man es einfach seiner Kindheit gehabt hat. Was ja auch ganz selbstverständlich ist. Aber welche Spiele waren jetzt wirklich am erfolgreichsten? Und dazu gibt es natürlich kein besseres Mittel, um die Verkaufszahlen uns anzuschauen. Also, viel Spaß mit den Top 10 der am meisten verkauftesten Gameboy-Spiele, die erschienen sind. Mein persönliches Lieblingsspiel auf dem System landet auf Platz 10. Mit seinen 3,83 Millionen verkauften Exemplaren hat er sich durchaus ordentlich verkauft, aber nicht so oft wie andere Spiele. Mich wundert das etwas, da es einfach ein einzigartiges Spielerlebnis auf den kleinen monochromen Handheld bietet. Nintendo hat es hier sehr erfolgreich geschafft, ein voll funktionierendes Zelda-Spiel zu erschaffen, welches einen ganz einzigartigen Charme hat. Und es ist alles dabei, was eine klassische Spielerserie haben sollte. Diverse Verliese mit kniffligen Rätseln, neue Items, die euch Wege erschließen und viele kleine Geheimnisse zum Entdecken erwarten euch. Ich muss sagen, dass ich doch etwas überrascht bin, dass sich Donkey Kong Land mit 3,91 Millionen verkauften Einheiten vor Link's Awakening einreiht. Das Super Nintendo Spiel Donkey Kong Country war beim Erscheinen sehr angesagt und hatte eine ganz eigene Hypewelle. Kein Wunder, war das Spiel schließlich technisch und spielerisch fantastisch. Den Erfolg wollte man natürlich auch auf den Game Boy nachbilden. Es wurde versucht, den vollgerenderten Stil zu portieren. Meiner Meinung nach ist dies nicht wirklich gut gelungen und es wirkt schnell so einiges unübersichtlich. Trotzdem ein sehr gutes Jump'n'Run-Spiel. Kirby's Dream Land landet mit 5,13 Millionen verkauften Modulen auf Platz 8 und ist dort auch absolut verdient. Es ist nicht nur irgendein Kirby-Spiel. Nein, es ist sein erster Auftritt in der Videospielwelt und dieser hat gleich einen riesigen Fußabdruck in der Spielegeschichte hinterlassen. Heute ist Kirby aus dem Nintendo Line-Up zu Recht nicht mehr wegzudenken. Sein Einstein bietet dabei im Prinzip schon fast alles, was die rosa Knuddelkugel so ausmacht. Ihr könnt Gegner fressen und kurze Zeit schweben. Und die Technik erst. Wunderbare Musik und Grafik erwarten euch hier bei seinem Abenteuer. Einfach ein super gute Laune-Plattformer. Das war damals echt ein großes Ding. Es wurde ein Nachfolger zum hervorragenden Super Mario Land 2 angekündigt. Aber ohne Mario? Und dafür mit dem Fiesling aus dem Vorgänger als Helden? Das war damals echt eine neue und ungewöhnliche Sache. Aber immerhin verkaufte sich Mario Land ganze 5,19 Millionen Mal. Das Spiel spielt sich auch angenehm anders. Mario ist natürlich etwas schwerfälliger und hat ganz andere Tricks als der Klempner auf den Kasten. Auch die Gegner sind nicht die üblichen Pilze und ähnliches, sondern fiese Piraten. Allgemein finde ich es klasse, wie kreativ mit den Mario-Spielen auf den Gameboy umgegangen wurde. Puzzle-Spiele gibt es auf dem kleinen Nintendo Handheld wie Sand am Meer. Und das nicht ohne Grund. Die einfache, aber mobile Technik ist einfach perfekt für diese simplen, aber suchterregenden Spiele des Genres. Das hat Nintendo natürlich auch erkannt und schickt so einige seiner Maskottchen mit eigenen Puzzlern ins Rennen. Beispielhaft dafür befindet sich Dr. Mario auf Platz 6 mit 5,34 Millionen verkauften Exemplaren. In diesem Tetris-artigen Puzzler müsst ihr geschickt zweifarbige Pillen korrekt kombinieren und damit die fiesen Krankheitserreger ausmerzen. Mario kann natürlich nicht nur als Doktor Pillen verteilen. In seinem zweiten Plattformer-Abenteuer auf dem Game Boy wird gefühlt alles aus dem System herausgeholt. Nahezu alle Bereiche werden im Vergleich zum Vorgänger verbessert und das wird mit
11,18 Millionen verkauften Exemplaren belohnt. Das Spiel ist von der Optik her auf jeden Fall vom großen Super Nintendo Bruder inspiriert und die Level sind in viele unterschiedliche und kreative Welten unterteilt. So kämpft ihr euch zum Beispiel durch eine Halloween-Welt oder durch einen riesigen mechanischen Mario. Für mich persönlich der beste Plattformer auf den Game Boy. Es war ja klar, ohne Pokémon kann es keine Liste der am meisten verkauften Gameboy-Spiele geben. Die gelbe Version hat den wohl dem bekanntesten Pokémon Pikachu als Starterheld und verkaufte sich ganze 14,64 Millionen Mal. Im Gegensatz zu den anderen Spielen der Liste ist es dabei sogar relativ spät im Lebenszyklus des Systems erschienen. Bitte verwechselt die gelbe Edition jedoch nicht mit den anderen Pokémon-Spielen der ersten Generation, da diese noch ein paar Kleinigkeiten anders sind und es eher als Zusatzedition zu betrachten ist. Kommen wir zu den Top 3 und hier macht Super Mario Land den Anfang mit 18,14 Millionen verkauften Exemplaren. Dieses Spiel erschien gleich zum Release des Game Boy und sollte demonstrieren, dass das System auch ein waschechtes Mario Spiel kann. Erfrischend ist dabei, dass das Spiel seinen eigenen Weg geht. Die klassische Mario Formel war damals einfach noch nicht so sehr zementiert. Die Optik ist komplett anders als andere Teile und sogar das Spielsetting ist nicht das Pilzkönigreich. So werden die normalen Jump'n'Run Level auch durchaus mal durch selbstscrollende Shoot'em'up Level garniert. Tja, die gelbe Version war auf Platz 4 gelandet, aber die rote, blaue und grüne Edition waren noch erfolgreicher mit sagenhaften 31,38 Millionen verkauften Exemplaren. Wenn das mal nicht den großen Pokémon-Hype der 90er Jahre widerspiegelt. Es ist auch kein Wunder, dass sich die Versionen so oft verkauft haben. Es bietet schließlich alles, wovon man als Pokémon-Fan träumt. Ihr geht als junger Trainer heraus in die Wildnis, fangt und trainiert die klein niedlichen Wesen und tretet in Kämpfen gegen andere Trainer an. Der erste Platz gehört natürlich dem klassischen Gameboy-Spiel überhaupt. Tetris mit 35 Millionen verkauften Exemplaren. Wobei man hier natürlich sagen muss, dass die Verkaufszahl etwas erschummelt ist. Immerhin ist es lange Zeit automatisch bei jeder neuen verkauften Konsole dabei gewesen und das zählt natürlich auch mit. Das will jetzt aber jetzt natürlich nicht heißen, das Spiel wäre schlecht. Weit entfernt. Wahrscheinlich verbindet kein anderes Gameboy-Spiel so viele verschiedene Generationen und Geschmäcker. Mit diesem einfach zu erlernenden, aber schwer zu meisternden Puzzlespiel mit den verschiedenen Blöcken wird einfach jeder glücklich.